Sag jetzt nicht, hier läuft irgendwo eine Horde durch. Ich habe schon genug gelitten. Aber ich sehe hier gerade keine. So, mal sehen, wie viel wir voll tanken müssen. Ein bisschen durch die Gegend gefahren sind wir ja schon. Nicht mal viel. Hat sich echt gelohnt, den Tank aufzuwerten. So. Weiter geht's. Was machen die? Ich rieche ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Wow! Noch ein Nest. Halt mal los. Ein Hirsch auf der Straße. Vor 2 Jahren wärst du platt gemacht worden. Große Katze! Okay. Das ist das letzte Symbol. Neben den Wölfen. Bei der Beute. Das sind die Vögel. Ich weiß nur nicht so recht, wie man die kaputt macht. Kann ich das abschießen oder muss ich das abwerfen? Okay, das klappt. Oh Gott. Kannst du nicht. Na, danach. Okay, folgendes. Wir brauchen einen Ausdauercocktail. Danke. Oh! Versuchen die gerade, sich mit den Bären anzulegen oder mit mir? Mollo. So, jetzt brennen sie alle. Und der Bär ist tot. Verdammter Rager, brenn! Diese scheiß Vögel, ne? Da ist das Nest. Brenn. Brenn. Da muss ja noch irgendwo eins sein, oder? Da. Oh, Jesus Christ, ey. Jetzt kommen die also auch noch dazu. Als wäre nicht alles schon einfach nur schlimm genug. Jetzt kommen auch noch die Vögel dazu.
Danke, Schwärmer. Oh, der Rager eben. Der hat mich ziemlich ausgecreept, als er auf einmal da rumkam. So, aber die Vögel müssten jetzt hier dauerhaft verschwunden sein. Zumindest sehe ich sie hier nicht mehr. So, da haben wir das Hinterhaltscamp. Bin ja mal gespannt, wie wir uns jetzt gegen die schlagen wollen. Da sehe ich auf jeden Fall schon mal den... Ich muss sie alle schützen. Jeden einzelnen dieser verfluchten Mörder. Den Scharfschützen. 15 Leute sind das. Das war einer. Ich muss es beenden. Einer von vielen, Deke. Einer von vielen. Was für ein großes Lager muss das sein? Das ist sogar an einem. Das ist sogar ein Nero-Kontrollpunkt hier oder war mal einer. Oh, noch eine mobile medizinische Einheit. Ich muss irgendwie wieder reinkommen. Nachschauen, ob ich noch einen Injektor finde. Sehr gut. Schnell, schnell. Da drin dürfte auch einer sein. Kommen wir da hoch? Ja. Das dürfte man an sich nicht gehört haben. Wie scheint, komme ich da auch nicht lang. Aber das ist auch nicht so schlimm. So. Das ist ein Wolf. Was das? Mehr habt ihr nicht drauf? Ja, das dachte ich mir. Das nächste Mal, wenn ihr jemanden überfallen wollt, dann passt auf, wen ihr euch aussucht. Okay, diese schwer gepanzerten waren ja richtig heftig. Alles klar. Mal sehen, ob sie hier irgendwo einen unterirdischen Bunker haben. Ich stelle mir gerade die Frage, ob das eine ganze Horde ist. Ja.
Das ist keine Horde, oder? Ich glaube, es ist doch eine Horde. Wo gerate ich immer rein, verdammt? Was ist das denn für ein Dreck? Oh nein, ey. Wie zur Hölle soll ich denn hier wieder rauskommen? Oder ist das vielleicht der Rest der Horde, gegen die wir gekämpft haben? Das sind auf jeden Fall verdammt viele, aber ich habe eine Idee. Ja, keine Munition mehr, Dieg. Das merke ich gerade auch. Alter. Dieser Schwierigkeitsgrad. Aber wir haben gemerkt, wie geil Attraktoren sind. Das klappt doch mit denen. So, hier haben wir nämlich auch, guck mal, hier ist auch der Bunker. Die Frage, die ich mir jetzt einfach stelle, ist, war das jetzt eine Horde oder nicht? Oder waren es einfach nur viele Freaker? Ja, haben wir eben 24 Schwärmerohren bekommen. Das ist echt ein verrückter Scheiß hier, ey. So, was haben wir hier? Munition vor allem. Gut, sehr gut. Gefällt mir. Da ist auch noch mehr Munition. Und hier ist dieser fett gepanzerte auch gewesen. So. Wir sollten zuerst mal die Lautsprecher ausschalten. Ich will nämlich nicht, dass hier noch mehr irgendwo von irgendwo kommen. Oh, der ist auch down. Da ist auch ein Lautsprecher.
Den Weg hier wollen wir eigentlich schon mal frei machen. Ach, das geht nicht, oder was? Aber das. Ja, so ist besser. Das haben aber offenbar auch andere gehört. Da ist noch wer. Da ist noch wer. Oh. Manchmal hasse ich euch alle. Okay. Okay, okay. Ich komme noch klar. Alles gut. Ich komme noch klar. Ich beschwere mich hier über gar nichts. So, das haben wir auch. Da ist keiner da hinten, können aber noch welche sein. Es ist wichtig, dass die einfach alle weg sind. So, was haben wir hier noch drin? Schrott. Alles liebend gerne her zu mir. Liebend gerne. Schön. Hier sind noch ein paar von denen gestorben. Oh, kann man in den Tunnel rein? Ist jetzt natürlich die Frage, ne? Kann man da rein? Kann man das sprengen? Oder soll das nicht? Na, den noch weg. Und vielleicht ist hier noch einer. Auf der anderen Seite, natürlich. Ach, verdammt, die Sicherung ist durchgebrannt. Echt? Riechst du das oder woher weißt du das? Okay. Ah, da. Ja. Ja, dann suchen wir mal eine. Vielleicht ist hier oben ja eine. Ein bisschen Zeug wird hier ja schon angezeigt. Da ist Munition. Hier ist bestimmt eine Sicherung drin. Jo. Eine Sicherung. Ja. Ja, und es muss speziell eine Nero-Sicherung sein. Ansonsten geht das nicht. Wenn es keine Nero-Sicherung ist, dann wird es fehlschlagen. Oh, da ist noch ein Medikit. Sehr, sehr gut. Ich will die unbedingt endlich selbst craften können. Das ist so wichtig. Oh ja, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, das sollte klappen. Ja, jetzt fehlt nur noch der Sprit. Da habe ich hier einen Kanister gesehen. Ah, gutes Timing. Jesus Christ, ey. In dieser Folge war vielleicht was los, Leute. Oder in diesen Folgen. Unglaublich. Nee. Na dann. Grünes Licht ist gut. Grünes Licht ist immer gut. Oh, habe ich ausgemacht. Perfekt. Und wir haben alle Lautsprecher ausgeschaltet. Mal sehen. Hier haben wir wieder einen Injektor. Ein Injektor. Die haben hier wirklich alles. Gut. Ja, ich brauche noch wieder ein bisschen Gesundheit. Spruce Lake, Nero Kontrollpunkt, 2000 Erfahrungspunkte. Wizard Island, 700 Vertrauenspunkte.
Das Ende der Welt, 75%. Ein paar Vitamine. Jetzt haben wir 300 Leben. Das ist schon viel. Ein Mikrorekorder. Ein Nero-Mikrorekorder. Keine Ahnung, ob ich mir das wirklich anhören will. Doch, das solltest du. Abschalten. Alles abschalten. Die werden denken, der Strom ist weg. Die kommen hier raus. Wie soll er? Wartet, bis sie abziehen. Scheiß Miliz. Schon meine zweite Begegnung mit den Wichsern. Ich schätze, sie werden keine Leichendeponien mehr beaufsichtigen. Ja, und wissen Sie was? Ich werde es nicht vermissen. Kein Stück. Es war wie mit einer Sandschaufel die kommende Flut aufzuhalten. Absolute Zeitverschwendung. Wem sagen Sie das? Was werden Sie jetzt tun? Ich werde nicht zu den Wichsern überlaufen. So viel steht fest. Ich habe eine Übersichtskarte. Wir wollten Leichendeponien. Scheiß drauf. Sagen wir doch, was sie sind. Massengräbergraben von hier bis nach Zero's Beach. Das ist mein Ziel. Zero's Beach. Klingt doch ganz nett. Zur Küste? Kann ich mitkommen? Wieso eigentlich nicht? Ich heiße Sinclair. Martin. Also, wie viele Notrationen haben Sie da drin? Naja, die Küste ist keine schlechte Idee. Ich hab noch keine schwimmenden Freaks gesehen. Ich hoffe, du hast es geschafft, Marty. Naja, aber theoretisch können sie Wale. Meine Wale sind doch Säugetiere. Theoretisch müssten sie doch Wale infizieren können. Also mit infizierten Walen auf dem Meer will ich eigentlich nicht aufs Meer. Es sei denn, ja. Ja, keine Ahnung. Also wir werden ja sehen, was da noch passiert. Wie viele sie noch infizieren werden und wen sie noch infizieren werden. Könnte spannend werden. So, wir brauchen jetzt noch den Bunker. Wir haben ja festgestellt, dass der hier vorne ist. Da kreucht und fleucht schon wieder ein Freaker rum. Habt ihr den gesehen? Ja. Verpiss dich einfach. Und komm nicht in meinen Bunker rein. Kleine, sehr kleiner Bunker hier, wobei geht. Hey, wie praktisch. Eine Karte. Jede Menge Markierungen. Sehr schön. Spruce Lake, Hinterhaltscamp, 4000 Erfahrungspunkte. Wizard Island sind wir jetzt bei der nächsten Vertrauensstufe. Yeah. Hinterhalt, Camp, Jäger, 71%. Wir haben etwas freigeschaltet und zwar eine Attraktor-Bombe. Also einen Attraktor kombiniert direkt mit einer Bombe. Das finde ich gut. Das können wir sehr gut gegen die Freaker einsetzen. Ich schätze mal, die brauchen sie jetzt nicht mehr. Liefere den Todesnachweis ab, müssen wir immer noch machen. Hier können wir schlafen. Ja, uns fehlen halt immer noch die Credits, die Camp-Punkte, um bei Wizard Island anständige Waffen und so zu kaufen. Das geht leider noch nicht. Aber ich hoffe bald. Da oben ist ein Kreischer. Wir können ja mal eben gucken. Also, oh, wir haben hier eine Hinweistafel. Wenn wir schon mal hier sind, können wir die auch direkt mal mitnehmen. Hier haben wir noch infiziertes Schreiergebiet. Schreier? Ach, das sind Schreier und die Freaker sind Kreischer. Hier ist noch eine Nero-Forschungsanlage. Hier ist eine Hinweistafel und hier ist eine Tankstelle. Das ist alles sehr gut. Ah ja, die haben wir ja auch noch nicht fertig. Da sind wir ja auch noch nicht fertig. Wie weit sind wir jetzt eigentlich mittlerweile mit... Okay, Gesundheit können wir wahrscheinlich noch zweimal steigern. Auch gut zu wissen. Dead Coyote Lava Höhle. Bei so einem Namen
Kann ja nichts schief gehen, oder? Nee, überhaupt nicht. Mal sah mal vor als die lautlosen Fälle. Ach ja, hier waren wir ja schon. So, dann würde ich sagen, als nächstes kehren wir auch zurück zum Diamond Lake Camp. Mal sehen, was Captain Khoury sagen wird. Derek. Und dann können wir uns immer noch um die eine Forschungsanlage dort kümmern, die wir offensichtlich... Mich wundert es, dass ich das nicht abgeschlossen habe, aber wahrscheinlich war ich auch irgendwie gerade abgelenkt oder wurde von Freakern verfolgt. Was meistens beides zusammen auftritt, aber gut. Mach das bekackte Tor auf! Er gehört zu Captain Khoury! Lass ihn rein! Warum ist er denn gleich so aggro, ey? Mach das verkackte Tor auf! Hey, Derek! Captain, ich habe Ihren Mann gefunden, Anderson, und wie Sie sich dachten, er hatte sein Abzeichen noch. Ist tot? Naja, sagen wir mal, er hat sich mit einem Rudel Wölfe angelegt, bevor ich ihn aufgespürt habe. Ein passendes Ende für einen Mörder und Dieb. Ja, Sir. Danke, Corporal. Wegtreten. 5000 Erfahrungspunkte. Diamond Lake Camp plus 2750 Vertrauenspunkte. Kopfgeldjäger 73%. Nice. Nice. Das war jetzt eines von, ja, 13 Campjobs, die wir in diesem Gebiet machen können. Das sind ganz schön viele. Kann ich von dem Geld jetzt nochmal wieder irgendwas Sinnvolles kaufen hier? Sergeant. 1700 haben wir jetzt. Okay, Motor geht noch nicht, aber da... Boah. Wasserschadenverminderung finde ich auch gut. Auspuff. Haben wir schon den besten? Aufbewahrung geht es noch ein bisschen besser. Benzintank auch. Aber das dauert noch. Federung. Lachgas. Leider alles sehr teuer. Kühler. Den Kühler können wir kaufen. Ja, Sir, das ist echt gut. Was ist bei der Optik? Oh. Yep. Wir kaufen jetzt einfach den krassen Scheiß hier. Auspuff. Oh, schön. Gute Wahl, muss ich sagen. Lenker gibt's nichts anderes mehr. Bremsen. Okay. Keine Ahnung, ob die besser sind. Und das vordere Schutzblech hier. Ein schönes Stück Ausrüstung hast du da. Also, bitte sehr. Ja, mittlerweile ist unser Bike echt ziemlich krass. Corporal, pass auf dich auf da draußen. Mach ich, keine Sorge. Was könnten wir denn theoretisch hier abgeben? Müssen wir mal eben gucken. Hey, Schatz. 239 Schwärmerohren. Alter. Oh, okay. Auf Wiedersehen und alles Gute. Aber wir geben nichts ab. Denn wir wollen das für das Wizard Island Camp. Ich möchte die Waffen haben. So, und wir gehen jetzt mal zu dieser Nero-Forschungsanlage. Kann ich dienen? Moment, ich mache auf. Ich frage mich gerade, ob ich da wirklich über diesen Pass fahren muss. Ich kann doch auch hier andersrum fahren, oder nicht?